Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in den letzten Folgen haben wir hier unsere kleine Fischroute gebaut und diesen Zug hier auch ausgebaut, der jetzt hier mit schönen 40 Fleisch und dann, ich glaube, zurück mit 80 Fisch fährt immer hin und her. Und wir sollten mittlerweile auch mit allen eigentlich im Plus sein. Genau, schaut alles super aus. Unser Fischtransport macht sogar eine Million. Ey, was machst denn du? Du bist ja mega cool. So ein paar Straßenfahrzeuge veraltern mittlerweile. Darum sollten wir uns unbedingt kümmern. Dann ist es nicht gut, wenn auf einmal auf der Straße was zerbricht. Ui. Du kriegst jetzt eh ein Upgrade. Und zwar ein ordentliches, mein Freund. Aber erstmal müssen die... Da, die hier. Der Rethem-Kringel hier, der braucht ein Upgrade. Und zwar ein ordentliches. Er kriegt die... Gar genau C40 Fahrzeuge für 400.000. Die sollten hier einen ordentlichen Unterschied auf jeden Fall machen in dem Gebiet. Und jetzt kommt unser größter Freund auch von der Linie 1. Unser Haupttransportzug hier in der Gegend kriegt ein Total-Upgrade. Und wenn ich mein Total-Upgrade, meine ich ein Total-Upgrade. Wir haben 12 Millionen bzw. 13 Millionen gleich in der Kasse, was natürlich ordentlich ein Schotter ist. Und wir nehmen dafür die A35. Mega geile Maschine. Lassen wir wie sie original ausschaut. Kostet allein schon 3,7 Millionen. Und natürlich dazu der neue Abteilswagen. Nee, der Dreiachser. Der ist neuer. Den gibt es jetzt in einem schönen Blau. Dunkelblau. Würde ich sagen. Und davon nicht zu wenig. Wir haben eine Länge von 160 Metern eigentlich. Und wir nutzen jeden Zentimeter aus, den wir haben. Und wir haben kein Geld mehr. Dann noch ein bisschen, komm. Bisschen was in die Staatskasse, bitte. Ich hätte noch gern ein bisschen in der Staatskasse. Wo bleibt denn hier ein Fisch oder sowas? Jetzt wäre ein Fisch praktisch zum Verkaufen. Wo bleibt denn der, Leute? Jetzt. Und gekauft. Wo ist er? Wo ist das Biest? Da ist es. Schaut euch dieses Monster an. Ein absolutes Prachtstück. Und lang auch wie sonst noch was. In einem schönen Blau. Und wie schnell bist du? Ach, der wird 64 km/h unterwegs. Was, aber das wird noch schneller, oder? Wie schnell kannst du werden? Komm, zeig dein Potenzial. Wir sind bei 80. Oh, wir steigen weiter. 88, 90. 95. Uiuiuiui, 90, okay. Wahrscheinlich bergauf jetzt und so. Ah, nee, weil er bremsen muss, oder? Nee. Oh, er steigt noch weiter. 100. 100 km/h fährt er jetzt. Das ist ja mal ein übelstes Upgrade jetzt hier. Holla. Macht doch ordentlich Schotter, hoffe ich mal. 100. Ja, das ist einfach mal so easy, 109 Passagiere mitgenommen, so. Why not? Schon mal mit der linken Hand, ne? So schnell, zack, zack. Jetzt zieht er natürlich hier auch direkt hoch. Jetzt zeigt er unseren Zügen, was man kann. Oh, unsere kleine Lok, das kommt sogar durch. Perfekt, cool. Die zieht das jetzt durch. Die nimmt das jetzt mit der Eisenfaust. Hier warten wie viel? 132. Ja, macht sie wahrscheinlich mit links. Ja, macht sie mit links. Das ist jetzt halt echt das übelste Upgrade. What? Hat uns zwar 12 Millionen gekostet, aber ich würde es mal als eines der besten Upgrades nehmen seit langem. Ist echt super. So, wie viel machst du jetzt mit den 109 Passagieren? Und? 2 Millionen. 2,3 Millionen. Was will man mehr, ey? 2,3 Millionen mit einer kleinen Fahrt. Ich würde sagen, wir tun gleich die anderen Routen upgraden. Was ist mit denn der hier? Der Weizenlieferung Siegenburg. Du hast noch alte Kutschen, wenn ich mich nicht irre, ne? Ihr fahrt noch mit Kutschen? In welchem Jahrhundert lebt ihr denn? Wir haben hier so ein paar schöne neue Fahrzeuge. Ein Benz Planen-LKW. Für 1 Million alle upgraden. Jetzt geht's hier in Transportwesen. Oh, wir haben die bayerische 75er 4. Bayerisch 5. Eine schöne Stück bayerischer Geschichte.
glaube ich mal. Schaut ein bisschen aus wie Thomas die Lokomotive. Da schauen ja eh bei mir alle irgendwie aus. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Da fahren auch noch so ein paar alte. Die sollte man die auch upgraden dann, weil ansonsten kommt hier ein Ungleichgewicht rein. Und das wollen wir nicht. So. Wo sind wir? Boot Siegenburg. Upgrade auf den neuen Benz. Perfekt. Es würde mich interessieren, was ist an dieser Lok jetzt so spannend? BR754 Badisch 4. Die kann 90 km/h fahren und hat eine ordentliche Leistung unter der Haube. Und schaut auch echt schick aus. Muss man lassen. Die schaut so aus wie die in Ingolstadt steht auch. Am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Die schaut auch sehr, sehr schick aus. So. Jetzt sollte hier auch ordentlich der Verkehr vorangehen. Mit den neuen Transporten geht es hier natürlich auch um einiges schneller von der Maschinerie her. Perfekt. Wie schaut es hier oben aus? Uiuiuiuiui. Da sollte ich vielleicht überlegen, doch direkt ein Update zu machen. München Bus 1 und 2 einfach direkt auf neue Busse upgraden alle. Dann nehmen wir auch die gleich, zack. Dasselbe für die Gegenstrecke. Dass wir einfach hier modern werden und die ganzen Sachen wirklich upgraden können voll. Kriegen alle jetzt ein schönes Upgrade rein. Das tut uns auch lustig, weil es absolut gerade nicht weh. Einfach weil wir einfach so gut sind. So gut sind wir jetzt auch nicht, aber es ist, wir sind echt nicht schlecht gerade dran. Mittlerweile fliegt das Geld uns fast schon hinterher. Einnahmen von 3,8 Millionen. Und hier warten schon wieder tonnenweise Menschen. 112 Menschen warten hier schon wieder. Und das, ja, okay, dazu kommt aber auch mittlerweile. Hier werden sie sich auch sammeln. Und je natürlich besser die Busse sind, desto besser ist der Busverkehr hier in der Stadt. Desto mehr werden sich auch wahrscheinlich interessieren, zum Zug zu wollen. Ja, wir warten schon nach München, wollen mittlerweile schon mehr als nach Siegenburg. So wollen wir das sehen. Wie viel warten denn hier in München? 60 Leute. Die Stadt scheint auch mittlerweile ein bisschen zu expandieren und zu wachsen. Wir haben mittlerweile, wir haben wenigstens auch bei der Busroutenwahl schon ein bisschen vorgedacht. Es scheint sich mittlerweile bezahlt zu machen. Oh, großes Upgrade. Was ist denn das? Ist das eine Straßenbahn? Also ich kann mir das nicht als Lok vorstellen, aber schaut sehr, sehr, sehr interessant aus und gehört zu Wien. Also muss das ja eigentlich, ja, eine Straßenbahn sein. Und da wahrscheinlich, ich will das jetzt aber unbedingt mal sehen, Gebäude. Und was fällt denn das dann? Tramdepot. Ich will mein Tramdepot mal sehen erstens. Dann setzen wir es nebenan irgendwo so hin. So, hier würde ich den sitzen. Zack. Das heißt, die Krümmung zu groß. Ihr könnt mich vielleicht mal mit eurer Krümmung zu groß. Ich komme gleich um die Ecke und zeige, was eine Krümmung zu groß ist. So. Weil das Gebäude kostet nicht sich viel. Hier gibt es echt vier Varianten. Die können 16 Leute. What? Das finde ich gerade echt lustig. Also wir müssen nämlich überlegen, die Stadt dann hier mal zu upgraden. Irgendwie. Wo kann ich echt Ziegel machen? Ziegel, 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 hier. Ziegel brauchen... Oh. Ein Sand. Wo kriege ich denn jetzt hier einen Sand her? Sand? Ich brauche eine Sandproduktion, bitte. Hier, Sand. Komm, wenn ich Ölsand verbrenne. Toll, ich brauche aber reinen Sand. Gibt es wahrscheinlich nicht so, wie ich es kenne. Das ist ja wieder typisch.
Dafür bleibt mir aber Slack und Sand oder Marmor und Stein reinpumpen. Marmor hätte ich hier und Stein habe ich da drüben. Bedeutet, ich müsste eigentlich hier so eine Schiene hinlegen und dann nach da unten direkt in die City. Aber wir sind schon wieder bei 10 Millionen. Ich würde sagen, als grünen Abschluss der Folge zahlen wir mal unsere ganzen Schulden zurück. Wir haben keine Schulden mehr. So ganz easy mal die ganzen Schulden abgeschüttelt hier von der Schulter. So, links und so rechts und die Schulden sind weg. Haben wir auch fast monatlich oder jährlich in diesem Fall 100.000 ausgemacht. Das ist der Wahnsinn. Wir stehen aber immer noch gut da. Hauptquartier, Punktzahl 10. Wir haben einen Wert von 22 Millionen. Gewinne in den letzten 12 Monaten sind 6 Millionen. Das wird jetzt wahrscheinlich starten. Steigen Straßenfahrzeuge 55, Züge 3. Höchstgeschwindigkeit sind 100 km/h. Maximale Länge Zug 149. Und Tunnelgesamt 400. Da steht alles. Da steht echt alles genau. Wie Gleise gesamt 23 Kilometer. Schick. Schick, schick, schick. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben einiges geschafft, wir haben viel geupgradet und unsere ganzen Schulden bezahlt. Wir haben in der Folge insgesamt eigentlich, können wir sagen, über 20 Millionen ausgegeben, was echt für uns eine riesige Zahl ist. Und ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge alles machen können. Es wird bestimmt spannend, allein schon durch diese Geschwindigkeit an Geld, die wir mittlerweile verdienen, macht es sehr, sehr viel aus. Und wir müssen auch hier jetzt dann dementsprechend Züge upgraden. Ich sehe hier schon, dass wir hier ein riesiges Fleischlager mittlerweile haben. Bedeutet, als nächstes kleines Projekt wird der kleine Zug hier dran sein. Und mal schön geupgradet werden, auch mit der neuen BR Bayerisch da. Und ja, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.